Wer sie ek in Christus? Sind ek wirklich Gott sein Kind? Wie ek gereicht? Sie ek fehlerlos? Wie ek wirklich frei? Du wein, wenn der Sinn jün frei merkt, dann sei jün wirklich frei. Hier in Futsmeier, du Eva, wo die Bibel sagt über mich, wer ek sie und wo ek hab an Christus. Hier ist Peter Wohl. Die beste Gerechtigkeit Gottes an Christus. An Jesus. Und du, aus Gott sind die Kinder. Wir sind frei. Wir sind gerecht vor dich. Wir sind mit Jesus versäumt. Wir sind mit Gott versäumt, der Jesus ihnen dort. Und ich will uns Philipper Kapitel 3 Vers 9 lesen. Ich will in Arm sein und nicht meine eigene Gerechtigkeit haben, der ich dort gesagt habe. Ich sehe die Gerechtigkeit, der ich den Glauben an Christus habe, dort ist eine Gerechtigkeit, die Gott mit zuspricht, wenn ich an Jesus glaube. So, Paulus, ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, wo das gesagt hat, wo geübt hat, wo sich euer Strom hat, die Kirche zu verfolgen, die erste Kirche, der hat alles hergegeben, dort die wurden loswerden, dort die wurden ausgeroden. Und man muss dann begegnet Jesus stehen. Und dort ist ein veränderter Mensch, der wird bekehrt sich, wird wahrer geboren. Und der hat verstanden, nur dem, was er wie gewisse Jahre in Arabien gewesen hat, der hat verstanden, was dort meint, gerecht zu sein, der ich dort, was Jesus gab, und nicht der ich Menschen war, sondern der ich dort, was Jesus getan hat. Und was für eine große Gnade an mir war davor. So, und hier sagt er, ich will ein Arm sein und nicht meine eigene Gerechtigkeit haben, die ich dort gesagt habe. So, dort wie eine Gerechtigkeit, die ich dort gesagt habe, die ich mein Leben, die ich mein Anstrengung, die ich mein Fromm sein, die ich was ich tue. Ich sehe die Gerechtigkeit, die ich den Glauben an Christus habe, sagt Paulus. So, dort wir sind Streben, dort wir sind Ziel, dort wir sind Goal, muss es sein. So, ich suche nur die Gerechtigkeit, die ich den Glauben an Christus habe. Und ein anderer wird gesagt, wir konzentriert auf dort, was Jesus zu einem getan hat. Auf dort, wer heute an Jesus wir. Und dort, was Jesus getan hat, dort wir sind Fokus. Durch ab Ziel, durch ab Checktheit. Dort ist eine Gerechtigkeit, die Gott mit zuspricht, wenn ich und Jesus glauben darf. So, und das für mich und für dich, kriegt es für Paulus. Dort ist eine Gerechtigkeit, wo Gott uns zuspricht, dort, wenn ich und du und Jesus glauben. Das ist eine vollkommene Gerechtigkeit. Das ist eine Gerechtigkeit, wo mehr wird haben, wo schwander ist, als uns Menschen ihre Gerechtigkeit, die wir uns verdient haben, die wir glauben, der so mattet sein, nicht so, oder der mattet sein, nicht anders. Sondern nur, no, das ist eine Gerechtigkeit, wo die für Gott 100% gerecht anstellen. Und ich weiß doch, sehr viele Menschen und sehr viele Christen eben, die sagen, wir können doch nicht sagen, dass ich für Gott oder dass ich gerecht sei. Na, dein Fleisch ist gut, für jeden Umfang. Aber in deinen Jesus bist du 100% gerecht, wann du an Jesus läufst und du hast den Heiligen Geist. Wenn du hast Jesus seinen Geist, der Geist Gottes, lebt in dir. So, klarer glaube ich, geht das nicht zu sein, aber der Geist Gottes, wenn wir in uns, der Geist in uns wird dort, der wird getrennt von Gott, so, und der ist drei gekommen, der ist drei nur Gott gekommen, der ist die Bekehrung und Wahrheit geboren, so, der Geist Gottes lebt in dir. So, und dort Port, die geistliche Port, ist 100% gerecht für Gott. Wenn es das fleischliche Körper, der wird noch verändert worden. Und Paulus sagt, wir sollen unsere Gesinnung ernähren. So, das ist ein Prozess. Und das fleischliche Körper, der wird noch umgeändert worden. Wenn ich das erlebe, wenn Jesus wahrer kommt, dann wird er dann in einem Augenblick, wenn nicht, dann wird er nur hier noch abstehen. Stoff, dann wird er kommen. Aber einmal Hans, so, jetzt eine Gerechtigkeit, die Gott uns zuspricht, wenn wir an Jesus glauben. Und ich habe viel mal davon geredet, wenn wir
Dort mal wurden so glauben, als wenn wir dort glauben, wo die Schöpfung sagt, dass Gott die Welt mögt, die Seen, dort wir da, Wasser soll da sein, Erde soll da sein, Licht, was immer soll da sein, und dort wir da, dort glaube ich. Und dort, was Jesus eben uns sagt, oder was die Bibel eben uns sagt, wenn wir und Jesus sind, da habe ich für einen großen Kampf gemacht, da wir dort nicht annehmen wollen. No, wir glauben bloß, wir schweben noch bloß weiter, nur no, das ist für den Himmel. Nur no, das ist für dort. Und wenn wir das nicht glauben und annehmen wollen, dann wundert mich auch gleich durch unser Christenleben manchmal so stöckrig, als das Wort ist. Weil wir glauben, das wird nicht. Und die Wasser passt vielleicht halt ja, aber das ewig nicht. Und wenn wir das Wort, Gott sein Wort, mal wollen glauben und beim Wort gehen, was er sagt, dann wird unser Christenleben 100% verändern, wenn wir gehen ab dort, was er gesagt hat. Weil Abraham hat so eine kleine Versprechung. Die Versprechung, die Abraham kriegt, dort, ich weiß nicht, wie viel das wird sein, aber warum sei eine Seed von der Bibel vielleicht? Ich sage nicht bloß mal, Hose, vielleicht wird ein bisschen mehr, was Gott zu denen sieht. Was du was haben, wer du was sein. Und Abraham glaubt dort. Die ging dort. Und Gott sieht, du wirst einen Sehen haben. Abraham ging dort. 75 Jahre alt. Wacht dann nach 24 Jahren, aber du wirst, aber der ging. Und die Bibel sagt, der Haupt soll nicht der Haupt wird. Und wir haben das ganze Buch von Versprechungen, und nicht bloß Versprechungen, sondern Sachen, wo die sind präsente, die sind da. Das ist nicht bloß ein Versprechen, wo du irgendwo nachher was kommst, sondern das ist ein Ding, wo du hast, wo dient es. Beim Hochdeutsch würde sein, da wie ein Fakt. Ich weiß nicht, wo man im Plattdeutsch würde sein, aber das ist ein Ding, was wirklich hast. Das ist nur für dich. Das ist dient, wenn du dort läufst. So, und einzig mal habe ich uns, ich wollte in Trouble, um mir das zu glauben. Aber, hier sagt es, Philippa 3 Vers 9, dort behandelt eine Gerechtigkeit, was Gott ans Tau sprechen wird. Wir wollen eben wohl nur Römer. Römer 3, Vers 23. Du hast kein Unterscheid, alle mannhaft gesündigt und kämpft durch ein Taukart, was er bei Gott sein soll. Ich und mein Fleisch und mein verlorener Taustand, du von der Rede ist falsch. Ich und mein Taustand, sie, er kommt Taukart für Gott. Vers 24. Schenk Gott. So Gott Jeff, ich komme zur Karte für Gott, aber Gott Jeff war. Vers 24. Schenk Gott an der Reichfordierung und Gnod durch die Radung, die an Christus Jesus ist. So an dort, was Jesus getan hat, an dort, was Jesus um Krieg für uns teilt, schenk Gott an der Reichfordierung. Zum Beispiel, wenn wir die Bibel lesen, dann sagt die Vierung, die Helge in Korinth, oder die Helge in Ephesus, oder was immer die Bibel sagt, wo die Menschen anreden als Helge. Und dort ist ein Ausdruck, wo wir als Gott seine Kinder uns würden sagen, anreden. Na, denkst vielleicht, wunder, wegen Wort, oder wegen so. Aber hey, wenn du an Jesus sind, dann sei wie heilig, aber kriegst du ihr Reich als heilig. Für Gott hat Gott gesagt, und für Gott, sei wie 100% gerecht vor dich. So, und wenn das von Gott seine Seiten eine Reichfordierung ist, dann hast du eine, wo das vollkommen. Der hat uns vollkommen frei gemerkt, der hat uns vollkommen zur Zeit gesagt, für arm, wir sind für arm angestellt. So, das ist sehr wertvoll. So, wenn wir von der Reichfordierung reden, dann bedeutet so viel dort, uns ist alle Schuld gestrickt und wir haben eine Reichfolgung, die für Gott 100% angenommen ist. Und das ist ein Ding, was wir als Gott in die Kinder, wir machen nur bloß mal glauben und einfach, okay, wenn ich in diesem Augenblick sterbe, sie 100% vollkommen für Gott gereicht. Weil es wird, weil es geht ab Jesus in die Quinta. Das geht ab Jesus in die Rechnung und der hat für Gott Schick an dir gleich, was für mich und für dich Gott genug ist. Das für Gott Gott genug. Was für mich und für dich Tore in der. So, das ist mir sehr wertvoll. Dankeschön für Tokio.